Hallo meine Süßen, Tag 12 mit der Dschungelnachlese von eurer Gitti Reinhardt. Es war wieder ein ganz, ganz schlimmer Tag. Die Jurassica schmollt immer noch. Die hat ich bin jetzt da. Oh, hi. Entschuldigung, meine Güte, sie du lebt. Du sitzt auf meinem Platz. Wir tauschen das sofort. Das, Entschuldigung. Weil ich bin wieder da, ich war im Kurzurlaub. Und ich bin wieder da, ihr süßen Mäuse. Freut euch bestimmt. Hi. Hallo. Und wir haben Schnaps. Wir haben einen Dschungelaffen engagiert heute. Sehr hübsch auch. So ein Zombie-Affe. Ich bin deine Hanke. Ich hätte niemals gedacht, dass Kader irgendwann mal so authentisch sein wird. Also ich mag die wirklich mittlerweile. Ja, die ist wunderbar. Die war ja früher, war die immer so in diesem ganzen unterschiedlichen Fernsehen immer so halt so eine mega aufgeblasene Scheißkuh. Aber ich mag die mittlerweile und es tut mir in der Seele weh, das zu sagen, aber es ist so. Toll. Ich hoffe, die hast du bald in deiner Late Night. Ja, Hanka und der Kader waren in der Nachtwache. Genau, die mussten aufs Feuer aufpassen. Und gestern hast du es ja vielleicht nicht so richtig mitbekommen. Gestern sind die Regeln, alleine gehen, das sind ja Regeln. Ja. Die sind also geblieben, Marc ist sofort wieder eingeschlafen. Und wahnsinnig langweilig. Laut den Moderatoren war Hanka mehr auf Klo in dieser Nachtwache als im gesamten Dschungelcamp. Ja. Dann hat Jens irgendwas erzählt von seinem Lungenkrebs. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ja, das war wahnsinnig langweilig. Dann hat Kader irgendwann gesagt, Marc ist sowas wie ein Diktator im Camp. Ja. Wahnsinnig langweilig. Ja. Kommt schon wieder was. Kommt schon was. Da hat Kader gesagt, Männer sind jetzt alle Mäuse. Was ist das? Mach die Spinne sofort weg. Kader hat gesagt, alle Männer sind gerade Monster. Und weil Männer sind wie Kinder. Ja. Und Kinder wollen sich ausprobieren. Und so sind Männer auch. Das stimmt, Gitti, finde ich. Weil wir sind ja auch Männer. Und deshalb sind wir Transvestiten geworden. Wir wollen es auch ausprobieren. Das stimmt. Und werden dafür auch noch bezahlt und bekommen dafür Applaus. Das stimmt. Ich meine, wie schön kann das doch sein? Und Schnaps und Reisregen. Und Schnaps und Reisregen. Karl hat irgendwas gesagt mit, sie braucht ein Hammer oder ein Kettensägen. Um sie alle umzubringen. Weil sie hasst die Männer alle stark, ja? Die haben sie alle in Monster verwandelt. Und da hat sie zu Gott gesagt, Gott, gib mir die Kraft. Und und dann ist Gina Lisa raus. Hani machte so. Und dann war Gina Lisa raus und ihr Manager war so total sauer. Weil der sagte dann so, ey Gina Lisa, was, Silly, was ist denn los? Willst du irgendwas? Alles gut, ne? Gina Lisa, sag mal, spinnst du, ey, weil Hani ist voll die Scheißkuh und so? Der ist voll falsch und so. Hatte ihr dann gesagt, an so einem schönen Schauplatz für die Kamera, an so einem Steg, genau, irgendwie australisches Wasser, whatever, irgendwie Versailles Hotel, irgendwie so. Und Gina Lisa so, oh wirklich, der ist gar nicht so, wie ich dachte. So? Ja. Und der hat seine Karriere versaut. Und das war's dann auch wieder. Ja. So, dann Dschungelprüfung. Die hieß Dschungelcasino. Ja. Mit Hanka und Mark Terenzi. Mark Terenzi. War wahnsinnig langweilig. Schöne. Ich liebe ja Essensprüfungen, aber die war die langweiligste Essensprüfung von allen Essensprüfungen, die jemals passiert sind und alle, die noch jemals kommen werden in meinem ganzen Leben. Da blüht uns was. Da gab es einen Straußenpopo zu essen. Ja, einen gefüllten Straußenanus und Penis und Krokodilpenis. Und Spinne. Ja, dann frittierte Vogelspinne, Fischaugen. Das war toll. Die mussten Fischaugen, mussten die aufbeißen. Und den Saft mussten sie in so ein Schnapsglas reinsaften lassen. Wow. Und den Saft, den Augensaft dann trinken. Ja. Ich finde, es ist wirklich wahnsinnig pervers. Das sah ekelhaft aus. Wahnsinnig pervers, aber gut. Mark Terenzi wollte keinen Penis essen und Ziegenmuschi wollte er aber auch nicht. Also er möchte weder Penis noch Muschi, er ist halt einfach ein Amerikaner. Wahnsinnig langweiliger Amerikaner, genau. So, dann haben sie einen Stern geschafft. Bla bla blub. Das war auch noch langweiliger. Kader ist wie immer ein Lidschatten ihrer selbst. Dann kam der emotionale Teil, weil dann wurden Briefe der Angehörigen ins Camp eingeschleust. Und mein Lieblingsbrief war,
Der Brief an Mark Terenzi. Und der Brief kam von dem Fanclub von Mark Terenzi. Er hat keine Familie. Er hat gar keine Freunde und gar nichts. Und da ist natürlich so ein Opferfan gewesen. Der hat so einen Brief geschrieben mit so Tinte auf so Linienpapier, mit so Aufklebern, mit so Einhörnern, Stickern, so. Genau, ja. Und so mit so einem schönen pinkfarbenen Inkjet. Ja, genau, ja. Mega, mega peinlich. Florian West war wahnsinnig berührt, weil sein Bruder hat ihm geschrieben. Und sein Bruder meinte, ey, mein Florian, ist gar nicht so schlimm, dass du halt so ein Opfer bist, wie du immer bist, weil jetzt sehe ich im Dschungel, du bist halt ganz normal und so. Normales Opfer. Da war der Florian auch ganz traurig, weil er meinte so, früher haben wir noch zusammen Drogen genommen und dann sind wir irgendwie auseinandergedriftet. Ja. Die eine Line ging nach da und die andere Line nach da. Und dann hat Jens, der Mallorca-Jens mit den Möpsen, der hat einen Heiratsantrag von seiner Frau bekommen. Per Brief. Traurig. Und dann Entscheidung, wer ist raus? Hanni ist raus. Gott sei Dank, das war's. Bis morgen, ihr süßen Mäuse. Bis dann. Bye. Bye. Sharing is caring.